Hallo liebe Freizeitpark- und Achterbahnfans. Lange hat's gedauert, von der letzten Halloween-Saison gab es keine Gutscheine. Dafür sind heute die Wintersaison-Gutscheine bei mir eingetroffen. Ja, tatsächlich ein Tag vor der eigentlichen Wintersaison. Bravo, bravo Deutsche Post. Und in dem Fall werden wir heute mal schauen, was so die Wintergutscheine dieses Jahr bereithaltet, sofern ihr es noch nicht gesehen habt. Aber zuerst mal ziehe ich mich hier etwas wärmer an. Bis gleich. So, ich habe mir jetzt hier Handschuhe angezogen und jetzt nehmen wir uns einfach mal die Gutscheine. Das ist echt schwerer mit den Handschuhen, als ich gedacht habe. Wie immer, liebes Clubmitglied, Lichterketten beleuchten die Wege, dicke Schneeflocken fliegen durch die Luft und feiner Plätzchenduft steigt in die Nase. Während der Wintersaison vom Blablabla sowie am 12. und 13.01.2019 verwandelt sich der Europapark in ein zauberhaftes Winterwunderland. Unser Tipp: Zum Start des Winterzaubers erwartet Sie das neue 4D-Filmabenteuer Ed und Edda nachts im Park im Magic Cinema 4D. Spannung für die gesamte Familie garantiert. Wir freuen uns auf Ihren Besuch im winterlichen Europapark und senden herzliche Grüße, Ihre Familie Mack. Ja, klingt doch soweit ganz cool, neuer 4D-Film und so weiter, aber schauen wir mal, um was es hier eigentlich gehen solle, und zwar die Gutscheine! Dann nehmen wir uns doch einfach mal den ersten Gutschein, der wirklich ein Gutschein ist, zur Hand und wir lesen da gratis. Gratis? Was? Es gibt was bei den Europapark-Jahreskarten bzw. Clubgutscheinen tatsächlich gratis. Gut, die Cola an Halloween gab es auch gratis, das fand ich schon richtig cool. Aber diesmal gibt's einen Glühwein und Früchtepunsch, beziehungsweise Glühwein oder Früchtepunsch. Für die Kinder eher oder antialkoholische Getränkeliebhaber eher einen Früchtepunsch. Jetzt gegen Vorlage Ihrer gültigen Clubkarte einmalig einen Glühwein oder Früchtepunsch gratis erhalten. Einzulösen an allen Verkaufsstellen, Restaurants, Imbissen, Weihnachtsmarkt in der Deutschen Allee, an denen Glühwein und Früchtepunsch verkauft wird. Ausgenommen Hotel und Camp Resort, Schloss Baldassau, Rockcafé, Lassigall und Erdinger Urweißenhütte und der gesamte Europapark. Nee, Spaß. Ich finde den Gutschein nach wie vor echt cool. Spart man sich, glaube ich, 3 Euro und da habe ich echt nichts zu kritisieren. Freut mich richtig, dass es den wieder gibt. Leute, gerade noch gelobt und jetzt ist die Freude schon wieder eher von kurzer Dauer. Aber immerhin steht jetzt drüber Mehrwert. Also man muss ganz klar sagen, der Europapark hat da wirklich draus gelernt und diesen Gutschein, was ja auch wieder kein Gutschein ist, hat er jetzt als Mehrwert betitelt. Das war zuvor nicht so, weil da stand ja mal Gutschein oben drüber und unten in der Beschreibung stand dann kein Gutschein. Naja, egal. Dann schauen wir mal, was das für einen Mehrwert hier bringt. 50% Rabatt beim Kauf einer Jahrestasse 2018. Kreischark. Okay. In Verbindung mit Ihrer gültigen Clubkarte erhalten Sie einmalig 50% Rabatt beim Kauf einer Jahrestasse, regulärer Preis 14,90 Euro. Diesen Gutschein können Sie in der Shoppingpassage der Deutschen Allee einlösen. Okay, Leute, und jetzt kommt was echt Witziges. Bei Verlust des Gutscheins gewähren wir keinen Ersatz. Okay, also, okay, ernst. Ich glaube, es gibt tatsächlich Leute, die diesen Gutschein echt brauchen können. Ich habe den Tourstempel-Gutschein ja auch gebraucht für ein lustiges Review, ganz ehrlich. Aber ich glaube nicht, dass es Leute gibt, bei denen die Welt zusammenbricht, wenn sie diesen Gutschein jetzt tatsächlich verlieren sollte. Und vor allem herrscht in den ganzen Europapark-Facebook-Gruppen eh ein reger Austausch von solchen Gutscheinen. Die werden irgendwie untereinander hin und her geschoben. Da hat sich in den letzten Jahren eine regelrechte Gutschein-Hin- und Herschieb-Mafia, wenn man das so nennen kann, entwickelt. Gerade bei diesem Gutschein, da komme ich später noch dazu, sind da echt krasse Dinge am Laufe, was ich einfach mal auch erwähnen wollte. Aber bleiben wir erstmal noch bei den normalen Gutscheine, Ermäßigungen, Vorteile, Coupons, Voucher, wie auch immer man es nennen möchte. Ermäßigung von 5 Euro auf ein Moha oder Moha Training. Keine Ahnung, was das ist. Im ersten Blick könnte man jetzt meinen, warum, ihr habt wieder keine Europapark-Gutscheine hingemacht, aber ein genauerer Blick. Es kann im Boston Red Sox im Hotel Burry Rock eingelöst werden. Also auch hier hat man reagiert und wirklich dieses Mal nur Gutscheine verwendet, die zum Europapark gehören oder in Verbindung mit dem Europapark eingelöst werden können.
Me gusta. Ah, und sieh an, sieh an. Was lernen wir schon in der Schule? Aufgaben und Texte genau lesen, dann weiß man auch, um was es geht. Und zwar ist ein MOHA-EMS-Training das effektive Workout für alle Trainingsziele. Muskelaufbau, Stärkung der Rückenmuskulatur, Figurstraffung und Fitness. 20 Minuten, 20 Euro anstelle 25 Euro. Geil! Das ist, ey, versteh mich nicht falsch, aber hier Figurstraffung und Fitness für 20 Minuten, einfach schnell effektiv. Ist das irreführend, wenn ich da hingehe in dem Gedanke, dass ich dann irgendwie einen straffen Körper habe? Ich probiere es, glaube ich, mal aus. Nein, natürlich nicht, sonst muss ich mich wieder beim Wort nehmen, wie auch schon beim Toastempel und beim Tigerschminke. Und deswegen wird dieser Gutschein, glaube ich, von mir tatsächlich dieses Mal ungenutzt bleiben. Ja, das war's dann wieder mit dem Gutschein-Review. Nein, war es natürlich nicht. Es gibt noch einen großen Gutschein-Vorteil, wie man es auch immer nennen mag. Meiner Meinung nach ist tatsächlich ein Gutschein mit Einschränkungen und zwar gar kein schlechter Gutschein. Freier Eintritt für einen ihrer Liebsten im Zeitraum vom 26.11. bis 21.12. Montag bis Freitag haben Sie als Clubmitglied die Möglichkeit, einmalig eine Person Ihrer Wahl kostenfrei mit in den Europapark zu nehmen. Händigen Sie hierzu wie gewohnt Ihre zum Aktionszeitpunkt gültige Clubkarte dem Mitarbeiter an der Eingangskontrolle aus. Der Besuch Ihrer Begleitung wird dann direkt über Ihre Karte abgebucht. Ein Vorzeigen dieses Gutscheins ist nicht notwendig. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Begleitung viel Spaß. Okay, dieser Gutschein hat zwar die Einschränkung, dass er nur unter der Woche gilt. Klar, im Eigeninteresse vom Europapark, wer so die erste Woche vor allem der Wintersaison kennt, der weiß, dass unter der Woche bis auf ein paar Rentner eigentlich echt tote Hose herrscht. Trotzdem finde ich den Gutschein echt nicht schlecht, aber ich finde es echt mies, was da manche Leute damit anstelle. Und zwar wurde die letzten Jahre oftmals in die Facebook-Gruppe, Jahreskartebesitzergruppe und so weiter gepostet. Gib mir 40 Euro, ich kann mit meiner Clubkarte jemanden mitnehmen, gib mir 40 Euro, dann verkaufe ich den Eintritt quasi so. Und ich meine, was soll das? Und hier steht es jetzt auch, nur einlösbar von Montag bis Freitag. Eine Einlösung zu einem späteren Zeitpunkt ist nicht möglich. Okay, klar, ein Verkauf des Eintritts an Dritte ist nicht zulässig. In diesem Fall behalten wir uns vor, die Clubkarte zu sperren. Finde ich absolut richtig. Wenn man anfängt, so Dinger so zu missbrauchen und noch versucht, Profit rauszuschlagen, dann... ja, dann geschieht's recht und dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn der Europapark diesen Gutschein zukünftig irgendwann nicht mehr anbieten wird. Ja, das war's wieder mit meinem Jahreskarte-Gutscheine, Clubkarten-Gutscheine-Review, mal wieder seit längerem eins. Und ja, wie gesagt, ich muss sagen, dieses Mal finde ich die Gutscheine wirklich gar nicht so schlecht. Und von mir war es jetzt. Morgen allen schöne Wintersaisonstart. Ich werde dann demnächst auch mal im Winter in den Europapark gehen. Und von mir war es jetzt. Bis dahin bleibt dran. Schönen Tag. Ciao.